Hallo, liebe Panzerfahrer. Schön, dass ihr auch heute wieder ein paar Minuten eurer Zeit bei mir verbringt. Heute sehen wir uns einen Replay an vom E25 und zwar einen ganzen E25 Platoon. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, diesen No Hacks Only Skill, den hatten wir schon mal hier beim Replay. Aber heute geht es um den MZ213, der auch schon ein paar Kringel um seine Kanone hat, genauso wie der E25 seines Mates. Also von dem her sind hier zwei, die durchaus wissen, was sie damit machen sollen am Start. 8er, 7er, 6er Gefecht. Und jetzt schau mal, wo sie sich hinbegeben. Aber wenig überraschend wahrscheinlich. Also, okay. Doch für mich überraschend, dass ein Mate, der fährt jetzt hier vor, um die Mitte eventuell zu spotten oder vielleicht hier reinzuballern. Er selbst bleibt erstmal hier hinten stehen, um die Straße da drüben. Also man sieht, ja genau, da wo der jetzt steht, da, um da abzusnacken. E25 schon oft gezeigt, aber er wird einfach nicht langweilig, weil es einfach so ein unfassbar eigenständiger Panzer ist bei dem Game. Also gibt wenige Panzer, die so einzigartig sind, wie es der E25 ist. Ein Maschinengewehr auf Ketten, anders kann man es nicht sagen. Wahnsinnig mobil, wahnsinnig spaßig zu fahren. Für manche nah an der OP-Grenze. Als Top-Tier auf jeden Fall definitiv sehr stark, das kann man nicht anders sagen. Mit UP und OP gehe ich immer nicht so schnell um, aber auf jeden Fall keiner der Panzer, wo man sagen muss, der braucht jetzt gerade noch einen Buff. Der ist schon gut, wie er ist. So, der T21 da in der Mitte, aber den wollte er noch nicht treffen und ist da jetzt offen. Das muss man, da muss man echt aufpassen, denn offen sein mit dem E25 macht gar keinen Spaß. Der hat so gar keine Panzerung eigentlich und dann ist er auch ganz schnell Schicht im Schacht. Aber der T34 denkt sich nicht, schießt da jetzt nicht drauf. Der hat ihn zwar aufgemacht, beziehungsweise auf jeden Fall gesehen, aber er denkt sich, nee, 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 das reicht mir schon. Warum denn drauf ballern? Der schaut so süß aus, der Kleine. Und hier der Killshot vom Fruchtzwerg im VK. Der kleine Fruchtzwerg. Kleine Maus. So, in der Stadt, da war so gut wie nichts von seinem Team. Dementsprechend kommen da jetzt natürlich auch die Gegner rum. Und der Schuss oben ist nicht wirklich leicht. Das ist halt das Problem natürlich, was der E25 hat. Durchschlag. Also ja, das Ding schießt wahnsinnig schnell und ist unfassbar lustig und fahrerisch eine absolute Granate. Aber Durchschlag ist halt nach wie vor sein Thema. Deswegen hat er jetzt schon mit Premium geschossen, denn der normale sind 150 und mit Premium kriegt man dann wenigstens 194 Durchschlag an den Start, was ja zumindest mal schon ein bisschen was ist. Aber der VK, der ist gerade sein Endgegner. Na, jetzt hat er da mal ein landen können. So, aber den Aal, den kann er jetzt ordentlich eindecken. Und der T34-85, den hat er jetzt als erstes Ziel genommen. Das war nämlich noch ein One-Shot. Einfach mal schnell die Kanone rausnehmen. So, er ist wieder offen, dementsprechend auch wieder hier. Vorsicht, bisschen zurück. Jetzt hat er den VK da deutlich seitlicher. Dementsprechend kommt er jetzt da auch besser durch. Aber immer noch nicht so perfekt. Trotzdem zieht sich der VK da schon direkt zurück.
mit 7 zu 8 ist hier das Gefecht auch noch unfassbar offen. Oh, jetzt trifft er da oben auch noch. Jetzt gelingt ihnen ja fast wirklich alles langsam. So, jetzt bekommt er hier seinen Mate hinter sich und das will man natürlich gar nicht. E25 hat nämlich einen schönen Tarnwert, aber wenn auf einmal ein Panzer hinter einem steht, dann bringt einem der Tarnwert gar nichts mehr, wenn auf einmal der Mate hinter einem aufgeht und man selber plötzlich die Hits alle fängt. Er supportet jetzt hier gut weiter den Cromwell. Sein E25 Mate ist ja schon lange raus und jetzt fliegen hier dass die Panzer seines Teams wie die Fliegen vom Feld. Ich glaube, 4 Zerstörungen hintereinander weg. Sein Team besteht noch aus dem Cromwell, der Lorraine Arty und ihm gegen noch 7 Gegner. Okay, wir zählen den Cromwell mal nicht mehr dazu, denn der hat es jetzt auch hinter sich. So, jetzt kommt hier die Hellcat, die geht auf und er fährt hier den E25 mit dem Scherenfernrohr. Also hier die eher spottende Variante. In dem Fall bringt ihm das ja auch was durch den Kill von der Hellcat. Weil die hätte er wahrscheinlich ohne Scherenfernrohr so nicht gesehen. Oder zumindest nicht so schnell. So, und jetzt will er da wieder seine Arty supporten. Deswegen schau dir hier nochmal, was ist hier denn los? So, mal vielleicht das Fernrohr angehen lassen. Warten, warten, warten. Da ist der VK. Erster sitzt. Zweiter sitzt. Und jetzt hier der Schwede. Der will jetzt unbedingt die Arty. Aber Arty macht selbst. Der denkt sich, ach, scheiß auf den E25. Den hole ich mir jetzt selber. Und jetzt wird spannend. Jetzt ist er gegen 3 Artys am Start. Das heißt, wahrscheinlich wird die Aufteilung jetzt recht simpel sein. Er versucht zu spotten und natürlich ebenfalls Schaden zu machen. Aber vielleicht von seiner Arty da supported zu werden, ist jetzt hier nicht das Schlechteste an Idee. Er nimmt jetzt den langen Weg über die Nullerlinie, weil klar, die Artis in der Regel... Oh, 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 da ist er schon offen. Jetzt schreibt er, please let me kills. So, GB Panther. Aber man muss halt sagen, es ist jetzt nicht so schön mit einem Panzer, mit einem... Oh, nicht RAM. Ja, genau. Mit einem nicht drehbaren Turm hier gegen Artis zu spielen. Und hier der GB Panzer, der scheint AFK zu sein. Auch weg. So, und jetzt M40, M43 hat hier nochmal ein bisschen Schaden angebracht, aber minimal. Und den Stun hat er sofort weggeheilt. Und jetzt will er sich die Arty natürlich holen. Ist auch schnell genug dafür. Also sollte uns normalerweise gar kein Problem darstellen. Er hat jetzt auch gesehen, woher eben der Schuss kam. Kann also dementsprechend auf dem schnellsten Weg dahin fahren. So, Arty fährt jetzt hier rum, merkt jetzt, woher er kommt, dreht also jetzt auch. So, und jetzt war ihm das ein bisschen zu heikel, denn
klar. Mit dem nächsten Schuss wäre er schon weg. Jetzt fährt die Arti auf ihn drauf. Aber, oh, jetzt konnte er sogar einmal ketten. Arti überschießt und jetzt hat er natürlich freie Bahn und kann ihn hier wegmachen. Sehr schöne Runde mit 10 Kills. Also die Pool hat er sich jetzt hier verdient. 4242 Schaden hat er gemacht, 1600 Basis-XP und ja, von der Credit-Ausbeute unterm Strich war es nicht so viel, denn er hat dann doch einfach ein bisschen viel Premium geschossen und das wiederum tut dann der Credit-Ausbeute nicht gut, aber unterm Strich trotzdem geht er mit einem Plus nach Hause und wenn er das 100 Mal macht, sind es auch 1,8 Millionen. Also von dem her, kann er mal machen. Viel Spaß beim nächsten Mal, euer Alcaramba.